Willkommen zu einer Fassbo-Folge zusammen mit Kies. Ich bin ein Geisterexperte. Ja, und deswegen habe ich dich zu einer abartigen Challenge heute hier eingeladen, denn wir machen heute einfach Die mal Random Challenge. den absoluten Random Zufallstag. Und zwar, sag ruhig. Und wir wollen es dreimal hintereinander, hast du gemeint, ne? War irgendwie so deine Idee, dreimal hintereinander random Wenn's gut, Geist wenn, überführen und ja. gewinnen. Ja, so wie das Random auf jeden Fall für uns da ist. Also wir machen das jetzt absolut zufällig und ich habe schon auf das Würfelchen gedrückt. Wir starten mit 50% Sanity. Sanity Wiederherstellung durch Pillen 25%, Abnahmerate der Sanity 150. Sprinten ist an, Sprinter aus unendlich. Das ist ja schon Oh mal sehr geil. schön. Oh geil. Das heißt also, der Geist kann uns vielleicht gar nicht kriegen, wenn wir den richtigen Geist haben. Ja, aber auch leider ist seiner auf 150. Er wandert sehr oft herum. Das ist echt schlecht. Er macht sehr viel Interaktion. Es gibt wenig Geisterereignisse. Er ist nicht freundlich. Es gibt keine Schonfrist. Und ich würde sagen, wir sind am Arsch. Na gut, ich bin bereit. Oh, Ah, und wir haben easy. fünf besitzt. Also es sind alle fünf verfluchten Gegenstände da. Ja, dann easy. Mit dem Spiegel werde ich ihn sowas von exposen. Okay, dann würde ich Man muss noch sagen, eine gehen wir Karte rein. wählen. Vielleicht haben wir eine Hab richtige ich. Assi-Karte, ne? Random. Oh Gott. Bestimmt jetzt Schule oder sowas. Wenn der auf den Raum wechselt, können wir es vergessen. Was ist es? Oh Oh nein, Sunny nein. Meadow, oh, restricted. Man kann es noch hinkriegen. Wenn es jetzt das Original Sunny Meadow wäre, ohne restricted, hätten wir keine Chance. Okay. Ready to die. Ready today. Ready today. Okay, let's go. Ich find's geil, dass bei Sunny Meadows, weil die Schlüssel auch wirklich so alte Sunny Meadows Schlüssel sind und nicht irgendwelche total hochmodernen Schlüssel. Weil das Ja. klingt irgendwie immer so, weiß nicht, jeder hat so einen Hightech-Schlüssel. Gehst in so eine alte, verlassene Irrenanstalt Und und alles irgendjemand hat geht. früher. Oh! Guck mal, hier geht's richtig ab. Ah ja, hier haben wir ihn doch schon. Glaubst du? Ja. Bist du hier? Sollen wir gehen? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Also auf jeden Fall hier Bist in du der Area hier? unterwegs. Okay, also hier ist auf jeden Fall nicht. Ich hole mal die Videokamera. Ich habe eine Videokamera. Ach so, dann hole Hier ist ich keine. was Was? anderes. Ah, doch hier, Geisterorb. Geil. Alter, da gehe ich rein und sag, zeig mal deinen Orb und der Geist so, zack, Hose runter, hier ist er. Zeig mal deinen Orb. Zeig mal deinen Orb. Ich komme zu dir. Du solltest damit zum Arzt gehen. Oh Was? Ich bin mein tot. Gott. Er hat mir seinen Orb Im gezeigt. Ernst, jetzt bist du Ja, tot? ich bin tot. Der hat mir einfach. Ich hatte gar keine Chance. Der kam und hat mir seinen Orb ins Gesicht Oh, gedrückt. shit. Bist du hier? Ich habe ihm geraten, damit zum Arzt zu gehen, War das hier aber. in dem Nebenraum? Irgendwie immer, wenn ich mit Gnu spiele, Schreib in das sterbe ich Buch. sehr schnell. Da, wo Bist du meine Leiche hier? liegt, da war der Orb. Ach so, shit. Alter, was ist denn los? Das ist ja echt Er hat das übel. Buch auf jeden Fall weggeschmissen schon mal. Bist du hier? Du hast auch noch alle verfluchten Gegenstände sind ja direkt da in der Kapelle. Okay. Dann lass mal lurken. Da hast du Oh, ich Voodoo-Puppe. glaube, er huntet, ne? Ja, der macht keine Gefangenen. Ja, der huntet. Du bist tot, Gnu. Oh, da kommt er. Boah, der ist richtig wütend. Er schlägt die ganze Einrichtung hier zusammen. Ist kein schöner Anblick. Kannte da noch? Ich weiß nicht, der flitzt hier wirklich in Lichtgeschwindigkeit Oh, durch die Gegend. fuck. Ja, er huntet noch. Oh mein Gott, das ist so eine Göre, so eine deformierte. Alter, die flitzt über den Boden. Jetzt hat sie das Buch weggekickt. Nein, ich will nicht schreiben. Keine Mathe, hat sie geschrien dabei. Mathe ist doof. Ich will ein neues iPad. Boah, die ist richtig. Das ist ein Teenager, sage ich dir. Der huntet immer noch. Ich will Zigaretten. Aber Menthol. Weißt du was, ich Jetzt hat's versuche jetzt über die aufgehört. Karten dich wiederzuholen.
Ja, das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja. Also auf jeden Fall so eine Geistergöre. Kacke, wo sind die hin? Warum hast du sie jetzt weggeschmissen? Warte, ich hab sie. Mach's aber vor der Tür. Und Pillen. Wenn ich es überhaupt noch schaffe. Ja, ich muss erst Pillen nehmen. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so lahm. Oh Gott, ich bin so lahm. Oh Gott. Haben wir nicht unendlich Sprinten? Oh Gott. Jetzt, das wird... Der huntet, oder? Ja, der huntet. Werde eins mit der Zimmerpflanze. Ich glaube, der glitscht an meiner Leiche. Du hast echt Glück. Ich glaube, der... Na, jetzt kommt er zu dir. Jetzt... Oh, oh, du bist weg. Das war's. Da Monkeys! Ey, das ist ja auch keine Chance. Das war so eine total flinke, pubertierende Powergöre. Kies, du bist so absolut negativ. Nein, was willst du gegen die machen? Die ist unbesiegbar. Die ist 15. Das war ein Mimic. Die ist 15. Ja, 15-jähriger Mimic. Hast du keine Chance. Die hat ihre Periode, die ist unbesiegbar. Die ist unbesiegbar. Was kriege ich dafür? 1275? Oh, okay. Ich hätte eine Versicherung. Oh, Gott sei Dank habe ich bei der AOK hier nochmal vorbeigeschaut, bevor ich reingegangen bin. Lass uns aber nicht entmutigen. Wir machen jetzt nochmal Zufall. Oh, halt. Zurück. So. Ja. So. Habe ich noch alles? Ich glaube, ja. Okay, so. Sollen wir es uns anschauen oder direkt rein? Zu Beginn 0%, Sanity Wiederherstellung 75, Sprinten aus, Geist 50% schnell. Ein Sprinten. Wir haben nur einen Spiegel anwenden, bereit, let's go. Komm, eine Runde schaffen. Ich glaube, wir lassen es mal bei einer Runde. Eine Runde willst du gewinnen, nicht ja, drei. Nee. Der größten Wahnsinn ging aber schnell weg, ne? Ja. Okay, Bleasdale Farmhouse. Kennst du eigentlich das Spiel Do You Copy? Ja, hat ja jetzt einen zweiten Teil, ne? Ach echt? Hast du schon gespielt? Mhm. Ja, das ist ja das mit dem Ziegenmann im Wald. Ach so. Welches? Da, wo du in so einem Firewatch Tower bist? Ja, genau. Bist? Hast du den zweiten Teil schon gespielt? Nee, noch nicht, aber der ist draußen. Ist das ein langes Game, oder? Das ist umfangreicher, ja. Oh, cool. Also Do You Copy habe ich auch gespielt. Das ging ja nicht so lang. Nee, gibt's da auch voll kurz. Zwei Endings oder sowas? Geil. Aber es war sehr beliebt damals. Es war cool. Es war damals sehr, sehr beliebt. Kann ich mich noch daran erinnern? Die Leute fanden das echt geil. Hast ja. du Schlüssel mitgenommen? Ja. Wir können nicht rennen. Und jetzt gibt's halt, ja, der heißt aber nicht Do You Copy 2, aber das ist von demselben Typen. Ah, und zwar jetzt okay. umfangreichere Neuauflage davon. Also okay. ist auch ein komplett neues Spiel. Okay. Oh, oh. Er huntet Scheiße, schon. Wir haben doch Sanity 0. Er huntet. Was ist denn das für ein Kratzen an der Wand? Hörst du das? Das sind die Ratten. Die wollen deine Gesichtshaut essen. Hörst du das? Was ist denn das? Ja, das sind Ratten. Soll ich meinen Spiegel glotzen oder weißt du, wo er ist? In der Küche. Aber wir müssen Pillen essen. Ja, wir stimmt. Wir sind doch mit Sanity 0 gestartet. Oh, ich komm mal rein. Oh Gott, ich hab's doch geschafft. Mann, ist das blöd. So. Ich glaube, der ist in der Küche. Okay. Jetzt bin ich ein wahrer Geisterjäger. Ich habe keine Ausdauer. Mir tun die Knochen aber wirklich, der ist schrecklich. Wenn du dich wie 80 fühlst, dann weißt du, dass du Profi bist. Es ist schrecklich. So, let's go. Also er kam auf, also die Geräusche kamen auf jeden Fall von hier. Aber das war so ein Kratzen. Küche oder da im Heizraumding. Hast du gib uns ein Zeichen. Hast du ein EMF? Leider nicht. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich dachte eben, was ist das denn? Das ist der Stromkasten, der kaputt ist. Ah, hier liegen aber Sachen auf dem Boden. Wo? Hier? Lani liegt in der Hüfte, sorry. Gib uns ein Zeichen.
Bist Also du hier? ich meine, er ist hier In im der Kitchen. Küchenbereich. Ja. Ich hole mal den Spiegel. Ja, ich hole auch mal kurz noch was. Meine Also hier Nerven. drüben sind wirklich richtig ekelhafte Geräusche. Ich hole meine Nerven. Er ist im Flur. Er ist im Flur bei diesem ekelhaften Familienbild. Okay, ist im Flur. Ich glaube, ja. Okay, ich hole mal das Kruzi. Mich deucht, der Geist befindet sich im Flur. Also bei der Couch. Ja, du kannst ja selber mal ins Spiel gucken. Ich habe ihn vorne vor die Tür gelegt. Da ist eine Uhr. Ja, irgendein Bild. Ich glaube, das ist hinter der Ja, Küche. ich glaube auch. Ich habe Angst, wenn wir mit dir reingehen. So, jetzt gemeinsam ins Geisterhaus. Es riecht streng und ist Ja, hier ist doch unheimlich. die Uhr. Wo ist die Uhr? Hier ist eine Uhr, aber es ist nicht hier. Nein, das ist hier, oder? Das da. Das hier ist es. Ja. Ja, ich mach mal hier meinen Kruzifix hin, dass er nicht huntet. Und hol mal alles weitere. Willst du Spiele mit mir spielen? Schreib in das Buch. Guck, da liegt auch so eine Dose. So eine Bierdose Eine und ein, Dose. so ein Scotchglas. Ja, sehr gut, der ist hier. Der ist irgendwo hier. Oh Gott, wir sind so lahm. Bist du hier? Gib uns dein Zeichen. Vielleicht redet er auch nur. Ja, Oh, er hat gesprochen. Geisterbox, I'm close. Das fühle ich richtig. Wieso rennst du denn jetzt einmal so? Weil ich einen Buff habe, den 5% mehr Speed-Buff. Aber den kannst du doch hier, kannst du doch raus. Bin ich doch schon raus. Aber da war doch eine Tür, die war doch viel näher. Hä? Nein, ich bin schon beim Van. Wo bist denn du? Guck mal, ich bin Ich da hinten. komme jetzt. What? Was für einen ewig langen Weg nimmst du denn? Du warst ja quasi direkt hinter mir. Nee, ich bin nochmal zurückgegangen. So. So, da bin ich doch schon. So, ich beobachte jetzt ein wenig, ob es vielleicht eventuell mit ein wenig Glück Dots gibt. Ach Moment, du bist durch die Tür? Die ist ja voll kompliziert. Du bist ja komplett hinter das Haus gelaufen. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, da vorne ist ja noch eine Tür. Da bist du direkt beim Van. Mensch, Kollege. Mann, da kennst du aber nicht mal, weißt du, 400 Stunden in dem Spiel, aber immer noch nicht die Karten auswendig können. Ja. Genauso handhabe ich das. Echte Profis kennen jeden Pixel in diesen Karten und wissen genau, wo sie sich hinstellen müssen, damit sie handimmun sind. So spielen Deswegen Profis. bist du ja dabei. Ich habe nicht gesagt, dass ich so einer bin. Ich habe ein Leben. Ich habe ein Leben. Also, wir haben Geisterbox. Es wäre sonst auch möglich mit Fingerabdrücke. Buch müssten wir nochmal abchecken. Da ist noch so gut wie alles drin, oder? Ich guck mal, ob wir Dots vielleicht sehen. EMF Der wäre noch Chat schreibt schon, interessant. 400 Stunden ist ja nichts. 4000. Boah, krass. Naja, ich habe letztens irgendwie mal, oder damals habe ich gesagt, ja, bei Dead by Daylight habe ich glaube ich 500 Stunden. 500 Stunden, ich habe 8000. Ich denke mir auch Boah, so, okay. krass, Wahnsinn. 8000 Stunden. Das ist Ja, ich schon habe eine krass. Freundin. Ich habe eine Freundin. Ja, es tut mir leid. Ah, das ist krass. Ich ziehe meine Kopfkamera an. Mal hier noch eine hin. Wechselt der nicht auch häufig den Raum? Keine Ahnung, ich glaube, es war der davor. Es hat nur 5 Ah, Grad. die Leute sind sick, was sowas angeht. Ja, Aber besonders so süchtig. Spiele wie Dead by Daylight und Phasmo. Es gibt ja wirklich Menschen, die spielen jeden Abend 5 Stunden Phasmo. Ja. Jeden Abend kommen die nach Hause, Füße hoch, 5 Stunden Phasmo. Findest aber süß. Ich finde es irgendwie krass einfach. Ich kann es gar nicht vorstellen. Irgendwie sind die EMFs alle weg. Gib uns ein Zeichen.
Gib uns ein Ja, das sind Zeichen. die EMFs. Hier liegt einer rum. Ja, also ins Buch schreibt er nicht. Ja, bin ich ja wirklich schon gewandert. Oh, das wäre scheiße. Wahrscheinlich sogar, ne? Wo ist der Spiegel? Vom Haus. Soll ich mal gucken? Ja. Let me take a looky looky. So. Nee, ich glaube, er ist immer noch dort. Nee, er ist jetzt in der Küche. Na, habe ich doch gewusst, dass er sich bewegt der hat. Der Sack. Okay, aber dann ist es trotzdem immer noch so ein Area, dass er sich nicht überall hin bewegt. Ja. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich mach mal hier Salz hin. Ja. So eine Salzleckspur. Wie für so ein Reh. So, und dann packe ich mal eine Kamera in die Küche rein. Ja. Ich nehme mal das Buch. Wir sollten eigentlich zwei Bücher machen. Wir sollten... Hä, das Kratzen fängt schon wieder an. Und auf jeden Fall das Kruzifix. Bam. Schreib mir das Buch! Eben hat aber, glaube ich, hier was geschleudert, ja, oder? Schreib mir das Buch! Ja, hier. Hinten hier war er auch gerade am Stuhl, habe ich ihn gesehen vorhin. Durch das. Oh. Fünf. Okay, geil. Lass mal schnell raus. Und die Dots sind auch da? Nö, noch nicht. Also, ich habe es umplatziert, aber. Gut. No dots in the hood. No dots in the hood. Okay, Geister, Beweise. Wir hatten. Ich finde, wir sollten im echten Leben mal Geister jagen. Ey, ich war einmal mit Maxi und Chu in so einer verlassenen Villa in Köln und ich dachte nicht, dass ich so ein Schisser bin. Weil da waren auch überall so dunkle Gestalten an die Wand, so Geisterformen, so Menschengestalten gesprayt. Und ich hatte so Todesangst. Und dann sind wir weiter runter, runter, runter und dann haben wir so ganz viel Bluttücher gefunden. Und dann hat sich von um die... irgendwelchen Junkies, ne? Ja, und ich fand das so... Der hat sich versteckt vor uns und wir sind abgehauen. Das musste natürlich im Video zensieren, aber davor hatte ich auch einfach Angst. Ich dachte, da wäre niemand. Das war einfach nur schrecklich. Wirklich schrecklich. Das Schlimmste an allem fand ich, dass Leute dort freiwillig in dieses gruselige Gebäude in die Dunkelheit gehen, alleine nachts. Boah, das war so schlimm. Okay, Fingerabdrücke gehen nicht mehr, Dots gehen noch, Geisterorb geht nicht mehr, Geisterbuch geht noch. Spirit, Gespenst, Zwilling. Was hatten wir? EMF und? EMF und Geisterbox, hat doch gesprochen. Ja, stimmt. Okay, das heißt... Lege mal noch ein weiteres Buch rein. Und werde noch eine Kamera platzieren in der Küche. Soll ich nochmal durch den Spiegel glotzen? Ja. Und vielleicht sollten wir Kerzen mal anzünden, damit unsere Sanity ein bisschen hochgeht. Das also, macht wirklich? Ja. Kerzen machen die Sanity hoch? Ja. Seit wann das denn? Das Problem ist, es regnet halt, dann geht die aus. Immer schon. Kannst du das Feuerzeug mitnehmen? Immer schon. Echt? Können es Fingerabdrücke noch sein? Nee. Ja, doch. Nee. Fingerabdrücke und Geisterorb sind raus. Okay. Okay, er ist immer noch da. In der Küche. Ja. Die verlangsamen nur die Sanity. Ach Mann. Weil das wäre mir absolut neu gewesen. Ich nehme nochmal ein Kruzi mit. Da hinten macht er auch Action. Ja, ich nehme Kruzi mit, ich komme. Er macht auch gar keine Schritte, der ist nur da hinten. Am Küchentisch. Ich glaube, dass der halt gleich wieder huntet, gell? Er hat das Buch geschrieben. Okay, geil. Jetzt lass mich nur noch lebend hier raus. Spirit. Ah, Sprit. Okay, die sind hier ziemlich harmlos. Warte, ich kann schnell schwätzen. Bist du draußen? Ja. Lass losfahren ohne mich. Nein, ich warte noch. Ich hab ein Uber. Ein Uber. Ein Uber. So.
Ja. Ja, die Leute betteln sich ja gerade, in wie viel Stunden sie irgendwas haben. Guck mal, er zeigt uns auch einen Mittelfinger. Der Geist sagt, oh, ich glaube, das ist ein Schwengel. Oder eine Zitze. Eine Geisterzitze. Da kommt das Ektoplasma raus. Das Ektoplasma, so geil, das Lied. Yay! I got some chips ready for you. Wir haben's geschafft, die Challenge! Da guckst du aber doof. Ich will noch eine machen. Also drei willst du eigentlich, ne? Wir probieren mal. Also, wir Oder gibt es sogar Erfahrungspunkte? Das hat ja sogar, das war ja legit. Deswegen, so, nächstes ist, also unsere Sanity ist 50%. Durch Pille wird 40% wiederhergestellt, Abnahme der Sanity 100%, Sprinten aus. Geschwindigkeit des Geistes 150. Okay, der ist wieder 150, der Geist, ja. Schon Frist 0. Chance von Fingerabdrücken 50%. Dauer der Fingerabdrücke 90. Häufigkeit von Geisterereignissen hoch. Menge an Interaktionen hoch. Wechsel der Lieblingsräume Mittel und Mittel. Okay, erhalte Beweise ein. Ach, wir kriegen nur einen Beweis. Wie jetzt? Was? Moment, was? Wir erhalten nur einen Beweis. Das schaffen wir niemals. Wir haben aber den Spiegel, die Tarotkarten und die Puppe. Schaffen wir trotzdem nicht. Ach komm. Okay, YOLO-Swag. Also mit einem Beweis, mit zwei, ja, und das ist schon schwer, aber mit einem, das ist ja eigentlich, das ist ja raten. Stay positive. Wir müssen das ist einfach überleben. Nur raten. Wir schaffen das. Wie willst du denn mit einem Beweis das hinkriegen? Ey, wir sind so lahm. Also da musst du wirklich Doktor in Phasmologie haben. Wir sind so langsam. Ich habe Doktor in Anphasmologie. In Anphasmologie, das habe ich auch. Ja. Da bin ich auch sehr gut drin. Wir haben nur 51. Wollen wir nicht eine Pille nehmen? Weil der wird direkt handeln. Wir sind so langsam. Ach so, stimmt ja. Ah, und okay. Der ist super schnell, wir sind ja, super slow. Genau, ne? Das heißt, wenn der, sobald der handelt, müssen wir versteckt sein, sind wir tot. Toll, und das ist auch noch Tanglewood, da gibt es nicht so wirklich viele gute Verstecke. Tschu-tschu! Der wird uns so richtig die Hose ausziehen, sag ich dir. Tschu-tschu! Oh, geil. Wird ein sehr unromantischer Abend mit dem Geist. Du kannst hier die Kerzen anzünden, by the way. Oh, ja, das süß. Geht auch. Gib uns ein Zeichen. Oh, er schmeißt hier schon irgendwo was? Wenn wir einen Spiegel haben, hängt er hier im Flur, soweit ich weiß. Ja, aber hier in der Ecke, ja. Der ist auf jeden Fall in der Garage, glaube ich. Gib uns ein Zeichen. Ich gucke in den Spiegel ganz kurz. Nö, er ist bei einer Vitrine, also eher Esszimmer. Ja, da ist er. Da, die Vitrine da vorne, da ist er. Er hat hier eh nicht wirklich viele Orte. Ja. Also auch wenn er wandert, ist es alles... Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Oh. Da drüben steht er. Boah, hast du gesehen? Boah, ist doch nur ein Event, oh mein Gott. Aber was für eins? Gib uns ein Zeichen. Also steht er doch da hinten, oder wie? Also, er stand bei der Vitrine. Schreib in das Buch. EMF4. Ein Vierer ist eigentlich immer ein Fünfer. Okay. So eine alte Regel. Lass mal schnell langsam zum Van zurückschuckern. Warte, ich guck hier noch in die Ecke, ob hier was ist. Ah, ich bin so langsam. Oh Gott. Was sagt die Tür? Keine Ahnung, hast du die zugemacht? Nee. Ey, das ist so schrecklich, so langsam. Ich versuche den Geist mit meiner Verführungstechnik. Geist, wenn du mir alle deine drei Hinweise zeigst, dann wird's romantisch zwischen uns. Dann sagt er wahrscheinlich, run. Ich hol mal die Kamera. Und, ups. Also EMF war 4. So, ich komme. Kamera habe ich und noch was anderes. Und nimm mal vielleicht eine Sanity, Dinger. Ne? Ich habe schon eine genommen. Aber noch mal eine. Du bist ja bei... Aber die geben doch 40. Wenn ich bei 50 bin. Ob der jetzt schon mir... Ob der mir jetzt schon wieder 40 Sanity abgezogen hat, glaube ich nicht. Okay. Okay, let's go. Er gibt halt nur einen Hinweis, ne? Das ist jetzt halt richtig ja, doof. Ja.
Weißt du, was das Bizarre ist? Ich drück trotzdem die ganze Zeit Shift aus irgendeinem Ich Grund. auch, ich auch. Ich merk's gerade. Weil es ist eigentlich dumm, ne? Okay, der Teller Eigentlich ja. umgeworfen. Ich mache jetzt mal hier hin einen Dotzel. Ja, dann mache ich die mal hier hin. Bam. Bist du hier? Wie alt bist du? 5. Da haben wir Wie? uns schon einen Oh, Beweis. So. shit. Und weil er sehr viel rumkickt, könnte es. Aber denk Schauen dran, wir ist auch eingestellt, dass der sehr aktiv ist. mal. Aber jetzt ist es wirklich. Ich habe ja gesagt, ein Vierer ist immer ein Fünfer. Das ist so eine alte Fasmo-Regel. Zeigt er dir 4, nimmt er 5. Okay. Wie in der Beziehung. Ja. Man gibt ihm den kleinen Finger, er nimmt die ganze Hand. Okay, dann gucken wir mal, wir ermitteln jetzt. Dann haben wir aber schon zwei Runden. Fehlt nur noch eine letzte Kisi. So. Also, der Geist hat uns IMF5 und ich tendiere vielleicht eventuell ein Gespenst. Und Warum? deswegen, weiß nicht, sagt mir so mein Geisterforschergefühl. Und deswegen werde ich jetzt Salz da überall hinlegen, wenn wir Fußabdrücke haben. Oh, guter Punkt. Aber nimm noch mal, du bist dabei 74 oder 44. Nimm noch mal eine. Achso, wir haben ja einen Monitor. Nimm auch mal eine. Nein, nimm keine, du bist bei 75. Oh Ja, aber wir Gott. gehen doch jetzt eh danach. Ja, aber das war ein großer Fehler. Warum? Naja, die stellt 40 her, du hättest locker noch auf 55 runtergehen können. Ach, Dann wärst du wieder auf egal. So 95. lange bleiben wir gar nicht mehr. Wieso bleiben wir nicht mehr so lange? Wir müssen jetzt ermitteln, wer das ist. Ja, das machst du schon. Ich nehme mein Fotoapparat mit. Und ein paar. Ich glaube, es wäre auch nicht schlecht, ein paar Kruzifixe mitzunehmen. Er macht da hinten auf jeden Fall Pordy, ist auf jeden Fall seine Hood. Ich komme in Schildkrötenmodus. Oh, jetzt habe ich aus Versehen zweimal gesalzt. Zweimal gesaltet hier einfach. Okay, wir haben Fußabdrücke. Gespenst fällt also schon mal raus. Scheiße. Ich mach mal kurz das Kruzifix hin. Ja, aber jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's nahezu impossible. Ja, vor allem er ist. Oh Gott, ich bin tot. Das Event, nee, ist Event. Wir haben viel zu viel Sanity, ist Das kein Dämon. Problem ist ja auch, dass. Ach, Dämon huntet immer. Ja, nee, ein Dämon huntet halt schnell und häufig, dass es dann direkt ein Hunt wird. Das Problem ist halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Warte mal, ich muss jetzt mal ein Onryu, was hat der? Außerstein der Flamme kann ein Onryu zum Angriff veranlassen. Okay, dann gehst du mal rein mit einer Kerze, würde ich mal sagen. Was? Ah, Mann, das ist doch so ätzend, weil wir nur einen Hinweis haben, ne? Was ist mit Onryo, mit der Kerze? Ja, greift an, wenn eine Kerze ausgeblowt wird. Und da habe ich mir gedacht, da könntest du doch mit einer Kerze rein und den Mr. Onryu vielleicht mal besuchen. Ja, okay, dann probiere ich das gleich mal. Dann können wir das. Der Aber, Onryo ist gar nicht mehr du drin. kannst doch Das auch Onryo mit fällt der, du kannst raus. doch auch mit der Banshee gucken, ob die so dieses Unsinn. Schreien macht. Ja, aber das ist super selten. Und eine Banshee, was ist denn überhaupt noch drin? So. Wir haben drin Spirit, Gespenst, Djinn, Shade, Oni, Guru-O, Zwilling, Obake, Mailing und ein Raichu. Problem ist, also ein Gespenst ist es schon mal nicht. Okay. Weil ein Gespenst. Ein Gespenst würde Fußabdrücke keine hinterlassen. Ja. Er ist aber auch nicht wirklich schüchtern, deswegen schätze ich auch nicht, dass es. Das kannst du. Ich finde, das kannst du fast nicht mehr lösen, das Ding. Wie willst du das Was, wenn ich hinbekommen? mit der Kerze jetzt reingehe? Nee, das ist der Onryo, der Oni, was macht der? Stärker, wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zehren am Geisteszustand aller um sie herum, wenn sie erscheinen. Oni verschwinden weniger häufig, während sie ihre Beute jagen. Ja, das kannst du schon lösen, aber das ist sauschwer. Also Dämon machen wir auch mal weg. Ist er eh schon. Ist eh schon. Geist ist es halt nicht. Es könnte auch ein Spirit sein, weil wir jetzt. Spirits sind relativ harmlose Geister. Wo ist denn hier der Spirit?
Stärken keine, Schwächen das Verwenden von Räucherstäbchen in der Nähe eines Spirit hält für lange Zeit friedlich. Friedlich heißt aber nicht, dass die keine Interaktion, glaube ich, aber wir können es mal probieren. Also die Leute meinen, mit einem Hand kriegen wir es halt eher raus. Ja, mit einem Hand kriegst du es eher raus, aber wir sind super slow, er ist super schnell. Soll ich dann vielleicht mir mal die Kopfkamera anziehen und du guckst dich meine Kopfkamera an und ich mach das? Du kannst jetzt mal ein Räucherstäbchen. Es ist eh quasi wieder, also klar, du kannst es, wenn du so ein richtiger Phasmo-Profi bist und das alles drauf hast, dann kannst du es schon irgendwie rausfinden, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber es ist echt schwer. Und wenn wir uns mal verstecken und eine Hand abwarten? Du kannst ja eine Hand erzwingen, indem du einen Spiegel jetzt einfach missbrauchst. Soll ich? Geh rein und missbrauche den Spiegel. Mach jetzt mal kurz die Räucher, Lies, okay? Ja. Dann gucke ich mal, ob der noch was schmeißt. Also er sollte dann eigentlich nichts mehr schmeißen. Aber hey, sind Fußabdrücke. Ja, ach, das klar hast du ja sind gesagt, da Fußabdrücke. Ne? Okay, ja, sorry. Okay, jetzt räuchere ich mal. Oh Gott, er erscheint vor mir, obwohl ich geräuchert habe. So, mal gucken, ob er jetzt gleich nochmal räuchert. Er schmeißt trotzdem noch Sachen. Und er geht richtig ab. Er ist richtig aggro. Es gibt auch einer, der wird wütend, wenn man räuchert. Ja, der ist auf jeden Fall nicht ruhig. Oh ja. Okay, wir haben mal ja, ja, der geht voll ab. Also der, den juckt es gar nicht. Ich schau mal, wo ist Reitschuh. Stärken an Reitschuh kann elektrische Geräte. Ne, Schwächen Reitschuh. Ne. Mailing. Ein Mailing ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Mailings geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Würde ich jetzt auch nicht so sagen. Dann mache ich jetzt mal die Spiegel-Challenge. Ich gehe jetzt mal irgendwo in den Schrank und mach den kaputt. Kann ich mich denn verstecken? Okay, Shade ist es auch nicht, weil der ist schüchtern und schwer zu entdecken. Glaube ich nicht, dass es ein Shade ist. Kann man sich hier nirgendwo verstecken? Weiß ich nicht, muss halt davor gucken. Spiegel macht mich ganz nervös. Gyrio, was kann der da nochmal? Gyro, Pyro. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Tod gesehen. Du bist jetzt bei 54, by the way. Ist das eine Hand? Ich brauche ewig, bis ich zur Tür komme. Nö, die Tür ist offen. Okay. Oh Gott, bei 53. Grad, wo ich mich verstecken kann, weißt du? Ich finde nichts. Nix. Keller in der letzten Ecke. Glaubst du? Ja, vielleicht, ja. Okay, ich probier's mal. Ich bin halt ein bisschen lahmarschig, aber I'm on my way. Da ist ja auch wahrscheinlich ein Pentagramm im Keller, würde ich mal von ausgehen. Ich glaube. Oder was hatten wir? Nee, dann ist keins da. Ich dachte, wir hätten auch Pentagramm. Also ich du kann bist auch, jetzt bei 46. Ich mach's jetzt, aber hier ist auch kein Versteck. Ich probier's jetzt einfach. Mach den jetzt kaputt, den Spiegel. 48, wo ist er denn? Siehst du was? Okay, ist kaputt. Ja, 35, Hand beginnt. Jetzt musst du halt gucken. Ah, die Kameras sind am Arsch. Macht der Geräusche? Singt der oder sowas? Er stöhnt. Ah, scheiße, ich hätte nicht reden dürfen. Ist tot, ne? Boah, es ist so schwer. Ich rate jetzt. Also, er war sehr schnell. Ne, der ist ja auch schnell durch die Einstellung. Er hat nur gestöhnt. Hat aber währenddessen nichts umgehauen. Er wäre weggegangen, hätte ich jetzt nicht geflüstert. Okay, vielleicht kannst du ihn ja nochmal zum Handen bringen und ich gucke ihn jetzt an. Ich bin jetzt ja tot. Nee, ich rate. Was ratest du? Meine Ausrüstung. Mailing ist es nicht. Reitschu glaube ich auch nicht. Gespenst ist es auch nicht. Shade ist es auch nicht. Ich glaube auch keine Zwillinge. Dann. Was macht der Obaka noch?
Er sagte mit der Umgebung, hinterlässt der Obake seltener eine Spur, Schwächen. Manchmal verwandelt dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Können wir ja nicht sehen. Vielleicht ist es aber trotzdem Obake. Das könnte ein Obake sein. Oni vielleicht. Was macht der Djinn? Der ist ja auch ein Ja. elektrogerätebezogener Geist, soweit ich weiß. Wo habe ich denn den Djinn? Hier. Er ist ebenfalls bekannt dafür, mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Ein Djinn bewegt sich schneller, als wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquellen entziehen, hindert den Djinn am Nutzen der Fähigkeiten. Boah, es ist so schwer. Vielleicht ist es ein Oni. Was hat nochmal der Oni Ich sag gemacht? Obake. Eine aktive Anziehung. Ich sag, es ist ein. Ich nehme mal den Oni. Okay, let's go. Weil er war ja ziemlich aktiv in der Nähe. Probieren wir es aus. Entweder Djinn oder Oni. Was mit Obake? Weiß nicht. Oni. Ja, Mann. Ich hab's richtig geraten. Krass. Naja, die anderen sind alle weggefallen und beim Djinn war ich mir nicht sicher. Das hätte auch noch sein können. Du Tier, dann müssen wir jetzt nur noch die letzte verschaffen und das wäre Sanity zu Beginn 0, Sanity Wiederherstellung durch Pillen 0. Ah, die Geister. Level 590, da weiß man halt, wo der Hammer hängt, ne? Abnahmerate der Sanity 100%. Also wir haben 0, 0, 0. Sprinten an. Sprint dauert 3 Sekunden. Wir sind 100% schnell. Taschenlampe aus. Der Geist hat auch 100%. Wechselt, der wandert oft rum. Mengeninteraktion niedrig. Häufigkeit der Geistereignisse niedrig. Schonfrist 3 Sekunden. Dauer der Jagd mittel. Okay, Chance der Q hat Finger. 181 Stunden in Phasmophobia, wollte ich hier nur kurz reinwerfen. Was soll denn das heißen? Ich weiß, einfach mal erwähnen. Ich habe weniger Girl! als du, Na, verrückterweise. echt? Das heißt, ich spiele effizienter. Ich habe Oh aber auch. nein, oh Gott, da ist in der verloren. Sunny Ach Meadows. komm, Oh, jetzt die Karte zeig mal. ist furchtbar. Also ich finde, ist meine Meinung, ich finde große Karten irgendwie ätzend in solchen Spielen. Ja, Das wenn man. braucht Oh, man stimmt, irgendwie wenn man. nicht. Ich finde, wenn man halt die Geschwindigkeit hochstellt, geht's. Nimm auch mal eine Kopfkamera mit. Wo ist denn die Bitte. Kopfkamera? Ach, die hängt ja hier. Und die Videokamera, ganz wichtig. Schlüssel haben wir. Also wir haben unendlich Sprint, oder? Ich Nee, glaube nicht, ne. 3 Sekunden, uff. Und keine Taschenlampe, Alter, vergiss es. Vergiss es. Nee. Gib uns ein Zeichen. Ist es die kleinere? Nein. Oh, scheiße. Gib uns Vergiss ein es. Zeichen. Unmöglich. Haben wir verfluchte Gegenstände? Weiß ich nicht. Ja, der Spiegel. Und die Hast du ein. Tarotkarten. Der Hunted. Oder Hunted. Wir können ja den Spiegel gleich mal usen. Aber jetzt noch nicht, der Hunted, ja. Und Tarotkarten haben wir. Das heißt, wir können einer kann den anderen vielleicht wieder reviven. Und eine Voodoo-Puppe. Wo Oh, ist der er Spiegel? kommt. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Wurde von dem Geist verflucht. Oh. Peasy. Okay. Spiegel? So, der Spiegel, der liegt da. Ich hab Schluck auf. Nein. Oh, Oh der mein Spiegel ist Gott. instant gesch. Ja, okay. So viel Sanity zum 0, Thema ne? Spiegel. Wir hätten Sanity nehmen sollen, verdammt. Verdammt! Hatten wir null von Anfang an? Verdammt, ich hab richtig mies Schluck auf jetzt. Der Geist hat mich verflucht. Mit dem Fluch der Schluck auf. Verdammt. Oh, verdammt. Hantet er jetzt wieder? Ja. Ein Geist ist in mich gefahren! Weißt du, was Verdammt! eine ganz ekelhafte Kombo ist? Schluck auf und Sodbrennen. Oh ja, das ist schlimm. Hast du das gerade? Nee, Gott sei Dank. Verdammt, bist du raus? Nee. Der hantet ja e ewig. Also eigentlich geht's.
Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so bad. Es lief so gut, wir hatten so einen guten Run. Oh Mann, den werden wir nie erraten. Das ist eine Riesenkarte mit den Brennöfen und alles unten. Dann gibt es noch die Außenanlage und dann auch noch ohne Taschenlampe. Vergiss es, das schaffen wir nicht. Kisi, was ist denn los mit dir? So kenne ich dich ja gar nicht. Wir nicht mit Kisi, so kenne ich dich ja gar nicht. Kisi, beruhig dich, schau mich an. Voll den Nervenzusammenbruch, ja. Ich hab einen Nervenzusammenbruch, ja. Ich hab Schluck auf und den Geist. Ja. Magst du sonst die Runde skippen und dann nochmal eine andere machen? Nee. Okay. Ich schaff das. Gut. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Wie kam das jetzt auf einmal? Schluckauf hat aufgehört. Ah. Das war das Zeichen. Okay, gut, dann die Taschenlampe kannst du ja wegwerfen. Den brauchst du ja nicht mehr. Okay, dann lass mal loslegen. Das mit dem Spiegel war halt bad, ne? Guck mal, hier ist H.H. Holmes auf. Oh, echt? Beim ersten Opfer, nee, Quatsch, keine Ahnung, aber sieht ich so dachte gerade, es steht da. Ach, wie witzig. Das wäre aber cool gewesen. Hätte es, wenn die das Hotel machen würden. Die Mordfabrik. Hättest du Angst, wenn so einer käme mit seiner Melone und dem mächtigen Schnurrbart und. Ja, ich glaube schon. Also würdest du nicht in so ein, in der Mordfabrik gehen? Nein. Spielverderberin. Definitiv nicht. Und auch bestimmt nicht in der Wanne sterben. Ah, es gibt, glaube ich, einen schlimmeren Tod. Gib uns der Mann, ein... den hat es übler erwischt. Ja, das stimmt. Gib uns ein Zeichen. Oh. Oh oh. Kannte der? Ich glaube, ja. Das Problem ist. Oh, hier ist zugeschlossen. Oh Mann. Weil der sperrt ja hier Areas ab, weil die Karte so gigantisch ist. Das heißt, dass man da nicht lang kann mehr, oder wie? Dass jetzt einfach zu ist? Nee, du kannst, du, wenn die Hand vorbei ist, kannst du weiter. Ach so, okay. Der wird uns auch nicht finden, das ist das Gute an dem, an der Riesenkarte. Wenn der irgendwo oben jetzt im Außenbereich ist, dann kommt der hier niemals runter. Ja, das ist doch entspannt. Dann können wir uns hier einen Home aufbauen. Vielleicht ziehe ich da ein. Internetempfang ist gut hier drin. Würdest du hier einziehen? Sunny Meadows? Nein. So wie es jetzt ist? Ja, wieso nicht, oder? Ich meine. Nein. Ich würde mir aus diesen Trennern, diesen Raumtrennern, diesen Krankenhausraumtrennern, würde ich mir, glaube ich, ein Zimmer basteln. Nein, ich fände es ganz grausig. Ich könnte da niemals schlafen. Jetzt. Der handelt schon lang, ne? Ja, der hantet lang. Der Sack. Also ich glaube, Türen sind nicht offen und sowas. Ja, das wäre schon mal geil. Stimmt. Gib uns ein Zeichen. Und wenn wir jetzt eine offene Tür finden, hätten wir einen Hinweis. Dann hantet er uns natürlich direkt und bringt uns um. Aber wir hätten einen Hinweis. Ja. Vielleicht kann ich dich hier an den Geist stoßen. Ich weiß, dass du mich immer morden möchtest. Ich will das eigentlich nicht, aber der Chat verlangt danach. Das ist wie bei Inside the Speckrooms. Nach einem Blutopfer. Oh Gott. Und das Knu wird ja geopfert in... Warst du das? Was? Nein. Hast du dich gerade gehört? Jemand hat gemacht. Nein. Chat, habt ihr das gerade gehört? Schon wieder? Das bist doch du. Nein, ich bin es wirklich nicht. Irgendein relativ junger Mensch... In der Ferne gerufen, du bist dran, Pikachu. Dann weiß. Nein, ich war es wirklich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Das war Knu. Nein, ja, ich schwöre. Ich, nein, nein, frag ich meinen dieses Chat. Dieses Geräusch habe ich noch nie gehört. Dann frag meinen Chat, die hätten es ja gehört. Ich habe nichts gemacht. Warum hörst du ihn doch nicht?
Frag meine Community, die würden es dir ehrlich sagen. Die haben ja auch nichts gehört. Irgendein Typ Ah, hat bei mir. jetzt habe ich ein E gehört. Aber von einem Kerl? Nee, wie so einen Fauchen oder sowas. Nee, das war so ein. Ich muss noch mal was sagen. So Nein, hat sie das war es. ich wirklich. Entschuldigung. Ich habe mal eine Frage. Das war ich wirklich nicht. Entschuldigung. So hat sich das angehört. Nein, das war. Das war ich Sind die wirklich Eier nicht. noch im Angebot? Oh. Meine Frau schickt mich. Das war ich wirklich nicht. Oh. Oh, das ist eine Banshee. Kann es sein? Aber Banshees hört man doch nur durchs Richtmikrofon. Wollen wir jetzt all in mit einer Banshee raus? Oder du brauchst Pillen. Weil ich habe vorhin auch ein Kratzen gehört, das hast du gar Es nicht war kein gehört, Kratzen, oder? es war ein Ähm. Nee, aber vorhin habe ich ein Kratzen gehört im Guck mal, hier ist die Craftenhaus. Tür offen. Hast du die Und aufgemacht? nee, und das hast du auch nicht gehört. Weißt du es noch? Doch, das Kratzen habe ich gehört, wo ich gesagt habe, das sind die Ratten. Das habe ich so. Ah, okay. Gib uns ein Zeichen. Hier ist alles offen. Waren wir hier? Ich weiß es Nee, nicht ich mehr. glaube, dass er hier beim Hand entlang gelatscht ist. Der huntet schon wieder. Remix! G-Unit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin DJ Türknauf. Aber das Hören ist Sie doch heute Abend. jetzt in Phasmo nicht so, dass wir Pillen brauchen, weil wir sonst Dinge hören. Wäre aber eigentlich cool. Wenn man umso weniger Sanity, auch umso mehr. Würdest du zu deiner Hochzeit DJ Türknauf einladen? Der spielt halt nur auf dem Knauf. Ja, auf jeden Fall. Fände ich geil. Da muss ich nämlich Du nicht läufst gerade tanzen. so. So. Hörst du diese Knaufgeräusche? DJ Türknauf. Wir spielen alle Songs. Mit dem Knauf. Geht's ja auf, oh, endlich, ey. Spiel denselben Knauf-Song nochmal. Denselben Genau. Knauf-Song nochmal. Spiel denselben Knopfsong noch so. So geil. Ach, ist jetzt auf? Sag Ich mal. weiß nicht, ich glaube, da hinten geht's gar nicht auf. Wir stehen einfach Oh rum jetzt. Ich habe nein. so das Gefühl, da geht's nicht auf. Wo bist du denn? Die Treppe hoch. Erstmal ins Ohr schnaufen. Sonst machen wir halt mal die Voodoo-Puppe und die Karten. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie raus, wo er ist. Die Karten, geben die uns irgendwelche Informations? Ich hole mir jetzt so ein Richtmikrofon und gehe auf Benji-Jagd. Was? Ah, Hast du ist das schon mal offen. gehört? Nee. Echt? Nicht einmal. Ich hab's schon so oft eingesetzt, ich hab's nicht einmal gehört, dieses. Hast du schon mal gehört? Ich Den glaube, Sumpfschrei Lara hat's gehört. der Banjo. Vielleicht auch mal mit dem Thermometer rein. Oh, das ist eine gute Idee. Aber haben wir Strom überhaupt an? Ja, wir können, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, ich glaube, das ist alles aus, ne? Und ich wüsste. Warte. Und er jagt schon wieder. Boah, keine Taschenlampe ist irgendwie Das ist echt die wirk. schwierigste Runde. Ich glaube, dass er. Oh, ich habe hier einen Empfang. Guck mal, ob da ein Stromkasten irgendwo ist. Glaube, der ist draußen. In der Außenbereich Glaube Anlage. ja. Ich höre Schritte. Bist du drin? Ja. Achso, ich dachte, du wärst im Van. Nee, ich bin hier. Also ich glaube, dass er Ich höre sie. fast. Ich glaube auch, dass der draußen ist. Auf jeden Fall ist Oh er ja. in die Richtung. Er weint irgendwie so. Glaube, dass sie auch hier in der Richtung ist. Ja, da habe ich auch Ausschlag. Sie ist wahrscheinlich traurig, weil auf ihrer Bar Mitzwa war DJ Türknauf nicht. Da wurde sie zum Mann, die kleine Caitlin. So Mann, die kleine Kälte. In unserer modernen Welt ist das alles heutzutage möglich. Ja, hier sind noch überall Türen auf.
Ah, irgendwo hier in dieser Area. Ja, überall. Oh. Ich sehe nichts. Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Nein, DJ Türknauf, rette mich. Boah, sie macht doch die Tür zu. Das war ich. Alter, bist du asozial. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Ich bin tot. Kisi. Ich bin tot, weil du mich noch geopfert hast. Hat dir nun leider nichts gebracht. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Und das, du bist hinter der Tür gelaufen und dann... Aber ich habe eindeutig eine Herrenstimme gehört. Das musst du mir mal rausklippen. Spiel. Der Chat hat's auch gehört, so ein... vielleicht war es der... Wie heißt der? Oh, der Mensch, der Mensch. Achso, du meinst Grönemann. Ja, das war der Grönemann-Update. Also bei mir hängt das Spiel bei dir. Ich kann es nur noch so reden. Mein Spiel hängt. Meins auch. Weil wir werden Mensch es ist, was ein Mensch ist. Ja, wir werden es nie erfahren, was es war, ne? Wir haben versagt. Die Schande lebt mit uns. Im Grab. Wenn er lacht. Wenn er lebt. Du fehlst. Naja, Leute. Ja, der hat sehr viel Geld damit verdient. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir haben 2 Runden geschafft. Die dritte war einfach zu hardcore. Aber wenn ihr weitere tolle Phasmo-Challenges kennt, dürft ihr sie wie natürlich immer in die Kommentare schreiben. Danke an Kisi. Lasst einen Daumen nach oben da. Seine Folge. Meinen Kanal. Und das dann Abo da. Lasst ein Abo da. Tschüss.